Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antik Mythos und ich bin heute mal eine Runde Arcadecraft. So, neues Spiel. Mein Charakter auswählen. Wir sind, keine Ahnung, wir sind die Coole hier. Yes. 1980. Los geht's. Arcadecraft ist im Prinzip ein Spiel, wo du deine eigene Arcade managen musst. Du hast halt eine Spielhalle, nennen wir es mal so, und du musst halt im Endeffekt, boah, das muss ich jetzt echt so unnötig eingeben, kann ich das nicht einfach, doch kann ich, yeah, sounds great, so, du musst halt im Grunde deine eigene Arcade managen, das ist relativ easy, also, ja, ich muss sagen, das mit der Maus ist ziemlich verbuggt, weil ich das jetzt im halben Fullscreen spiele, was eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Jetzt muss ich rausfinden, wie man das über Tastatur spielt. So, man kauft Maschinen. Jetzt hast du hier die verschiedenen Spiele. Die sind im Grunde relativ cool, glaube ich. Wir kaufen jetzt einfach mal das Ding. Dann machst du das halt so. So. So, jetzt habe ich zwei Maschinen. Und alle paar, ich weiß, sag mal, Sachen mal Monate oder so, kommen mal neue Maschinen dazu. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Maschinen sich ein bisschen rentiert haben. Das kannst du halt hier. Da kann man das sehen. Ich kann sich einstellen, wie schwer das sein soll. Ich kann sie verkaufen. Ich kann einstellen, wie viel einmal spielen kosten soll. Es geht schon, ne? Also, muss ich überlegen, wie das war. Ah, hier. Space ist. Kohle rausholen. So. Ne? Ganz simple Sache. Wie gesagt, alle paar Monate kommt mal ein neues Spiel mit raus. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich will, hier die ganzen Dinger umfärben, ne? Die Pfosten, ich kann den Boden ändern, die Wände, das, kann man alles so machen. Aktuell geht's nur darum, wir looten die Maschinen. Praktisch gesehen kann ich auch zwei Maschinen gleichzeitig kaufen von einer. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das habe ich noch nie versucht, um ehrlich zu sein. Die restlichen sind alle noch. Oh, hier sind auch Maschinen drin. Alles klar, dann kommen wir doch gleich nochmal ein, zwei dazu. Ich darf bloß nicht den Fehler machen, zu viele zu kaufen. Für irgendwas braucht man noch Geld später. Hotspot. Das heißt, du nimmst jetzt eine Maschine, schmeißt die hier hin. Die bringt jetzt richtig fett Kohle. Die wird auch richtig, richtig gehypt dadurch. Ne, die gibt richtig Zaster hier. Gib dir das an. Genau, du musst immer ein bisschen aufpassen, dass deine Kohle, die du hast, das abdeckt, was du brauchst. Ne, ist ja ganz klar. Du musst ja Rechnung bezahlen. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen im Minus, ne? Das ist scheiße eigentlich, aber das kriegen wir auf die Reihe. Dann nehmen wir hier so ein paar Maschinchen ausladen. Beziehungsweise wir sind fast im Minus, wir sind nur im roten Bereich. Oh, die bringt richtig Zaster gerade. So. Also wir haben jetzt genau so viel, dass wir den Monat bezahlen können. Nee, was ich sagen wollte ist, man sollte sich ein bisschen Geld zurücklegen, weil man braucht zwischendurch immer so ein paar, Moneten, sag ich mal, um spezielle Maschinen kaufen zu können. Es kommt nämlich ab jedem Monat oder so, oder jedes Jahr, ein so ein Typ rein, der verkauft dir Importmaschinen. Und die sollte man dann schon meiner Meinung nach haben. Weil es gibt Achievements, wenn du alle von diesen Importmaschinen besitzt, gleichzeitig kriegst du das Achievement. Wenn du von Points oder so die Maschinen hast, alle, dann kriegst du auch ein Achievement. Und das ist halt so eine Sache. So, und hier können wir mal gucken. Ich habe schon ungefähr die Hälfte des Kaufpreises wieder reingekriegt. Das heißt, die Maschine hat sich schon selbst schon bezahlt gemacht. Ne? Halt, weil sie hier steht, auf diesem extremen Fleck, ne? Ist ja ganz klar. Ich muss sie nicht permanent leeren. Die wird angezeigt, wenn sie voll sind, sag ich mal. Aber, was soll's. Ich könnte halt später auch hier einen Typ kaufen, der leert mir die ganzen Maschinen aus. Das geht auch. So, was haben wir? 27. Februar. Kohle haben wir genug für diesen Monat. So, und jetzt wird dieser Spot wieder uninteressant. Jetzt möchte ich die Maschinen gerne so rum aufstellen. So ein bisschen, dass ich hier so eine kleine
na, wie soll ich sagen, einen kleinen Weg habe eben. Multiple Genres, ja. Ich muss, also die ganzen Werte kann man erhöhen. Geht halt ein bisschen darum, hey, wie viele verschiedene Genres hast du im Laden? Wie toll ist er ausgestattet? Und all so ein Kram. Wir haben zum Beispiel bloß 3, Minimum Sterne. Das ist ziemlich schlecht eigentlich. Ich kaufe auch gleich das neue Spiel, soweit wir die Kohle haben. Wave. Oh ja, don't have enough money. Oh, 5000 ETF. First Aid. Space Insects haben wir. Ich will irgendwas anderes haben, nicht mal denselben Mist. So, da haben wir wieder einen hübschen Spot. Ich würde sagen, wir schnappen uns die Maschine hier. Und hypen die mal richtig hart. Die hat so schon 4 Sterne. Sie wird dann richtig, richtig derbe abgehen. Ich glaube, das ist auch mal so ein Punkt, wo man sagen kann, hey, ich mach die mal eine Runde teurer. Aber wir sind leider auf dem absteigenden Ast aktuell. Wir sind nicht mehr sehr, sehr beliebt, sag ich mal. Na, stimmt, da hat sie recht. Ich muss unbedingt die Maschinen an Rücken stellen. Damit es ein bisschen besser funktioniert hier alles. Da muss man ganz doll aufpassen. Immer gegen Wände stellen oder halt... Oder halt Rücken an Rücken. Jetzt hab ich gedacht, Gegenteil, Ara wirkt mit der Maschine. Ich habe eine neue Maschine gekauft. Und zwar das ICBM-Dingens. Ich habe sie jetzt hier aufgestellt, weil rein praktisch gesehen müsste jetzt der Hype richtig hart hochgehen bei dem Ding. Ja, wir sehen, unsere Sterne oben nehmen wieder zu. Was jetzt nicht das Schlechteste ist. So muss das sein. Das muss stetig verbessert werden. Maschinen, die nicht mehr so beliebt sind, verkaufen. Neue Maschinen kaufen. Im Normalfall warte ich so lange, bis die Maschinen sich bezahlt gemacht haben. Das sehen wir dann. Ich meine, klar, jetzt ist das... Genau, die erste Maschine hat sich selbst bezahlt gemacht. Die hier. Das heißt, wenn die mal nicht mehr so schön ist, dann verkaufen wir die einfach und dann ist gut. Nein, eine unserer Maschinen ist kaputt. Nein. Upsi, nein. Bezahlen. Ja, 100. Ich hatte ja auch gerade so einen Arschloch-Randalierer hier drin. Das zeige ich euch gleich mal, wenn es wieder soweit ist. Ich weiß nicht, ich hoffe. Aber es passiert halt. Also ich könnte jetzt rein theoretisch auch eine alte Maschine verkaufen. Ja, dann mir davon direkt eine neue kaufen, ja. Die hier, die hat sich ja selbst bezahlt gemacht. Die kann die rein theoretisch jetzt verkloppen. Kriege ich noch 1000 wieder raus. Aber die läuft aktuell noch relativ gut. Schnell, 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 schnell. So, jetzt ist die Maschine dann mega gehypt. Die wird dann richtig hart gespielt jetzt. Die nächste hat sich bezahlt gemacht. Yeah! Ne, was ich sagen wollte ist, wir kaufen nächsten Monat eine neue Maschine. Und ich denke, damit kommen wir klar. Wir können ja 10 Maschinen haben im Monat, würde ich gerade sagen. Aktuell, bis wir unsere Arcade erweitern können. Das kriegen wir dann schon hin. Was zum Beispiel auch noch ein schöner Bonus ist, wenn du von einer Reihe alle besitzt und alle nebeneinander stellst, dann hast du zum Beispiel da einen Bonus. Warte mal, das könnte man doch fast mal machen. Das sind aber noch nicht alle, da fehlen noch ein, zwei Ford Machines. Also, Bobby will hier den Highscore killen, ja? Das heißt, wenn er es schafft, ist das geil, dann ist das Ding richtig gut, ne, die Maschine. Wenn er es nicht schafft, hat er in der Zeit kein Geld verdient mit dem Teil. So. Die Schule ist aus, das heißt, wir müssten rein theoretisch jetzt nochmal was in eine Maschine investieren, um wirklich so viel wie möglich abzugreifen. Das Problem ist, wir haben keine Kohlen, wie immer. Ja, das Ding passt. Jawohl. Gib mir. Ja, das Teil, Junge. Her damit, Mann. So, jetzt ist das jetzt das Problem. Kenji ist hier. Ich konnte es nicht kaufen. Das heißt, ich würde das Achievement diese Runde nicht kriegen. Ich müsste also ganz direkt von vorne anfangen. Weil es genauso beschissen kam, wie es nicht hätte sein sollen, meiner Meinung nach. Dann wurde der Highscore nicht geschlagen. Also haben wir auch keine Kohle mit dieser scheiß Maschine verdient. Schon wieder was kaputt. Das gibt's doch nicht. 400 und boom, weg damit. Manchmal ist die Frage, lohnt es sich überhaupt, so eine Maschine zu reparieren? Ich habe jetzt 400 bezahlt. Dafür, dass ich sie repariert habe.
Ich weiß nicht, ne? Du Arschloch! Du Arschloch, hör auf, hier rum zu randalieren! Da war ich so als... Du Arsch, hier raus hier, Junge! Raus musst du! Wie kann man nur so wütend sein? Wie kann man nur so wütend sein? Also ich bin mal auf unseren monatlichen, auf die Stats gespannt, ne? Was haben wir denn gekriegt? Sieht ziemlich scheiße aus, warte mal. Multiple Genres ist okay, Difficulty ist irgendwie voll leer. Layout ist irgendwie scheiße, Seasonal and Events habe ich auch nicht gemacht, alles klar, das ist... Das klingt nicht so geil, ne? Genau, hier kannst du dann Upgrades kaufen. Was dann später noch relativ wichtig wird, weil du musst ja irgendwie mal mehr Geld machen. Hier halt dann so Neon-Dinge anbringen und all so ein Kram. Jetzt haben wir auch noch einen Stromausfall, das heißt, du musst die Maschine nehmen, so schnell wie möglich durchschütteln, damit sie wieder funktionieren, was keinen Sinn ergibt eigentlich. Jetzt geht's nämlich los, Lunar Module bekommen eine Home-Version, das heißt, jeder kann sich das Spiel jetzt zu Hause mitnehmen, ne? Es wird irgendeine Konsole geben, einen Computer, der das kann. Das heißt, das wird nicht mehr so viel gespielt, dieses Spiel. So. Jetzt ist die Frage. Behalte ich die Maschine jetzt oder verkaufe ich sie? Ich werde sie verkaufen. So. Dafür können wir uns jetzt gleich eine neue kaufen. So. Zack. Jetzt haben wir irgendwo gerade ein Sterndings gekriegt. So. Das heißt, wir müssen einmal eine Maschine gegenlehnen, möglichst. Machen wir das so. Neue Spiele. Wir haben Multiple Genres erhöht, neue Maschinen gekauft, ist ganz gut. Maschinenlayout ist super scheiße, so wie immer. So, ich habe vor, mir eine neue Maschine zu kaufen. Das werden wir gleich mal machen. Sobald ich die 2.5 habe. Yes, Sir, wir haben 2.2 sogar nur. Nein, dammit, ich hab nicht genug Platz. Scheiße, nein. Ich hab Scheiße gebaut. Aber hey, jetzt machen wir das anders. Welche Maschine ist denn hier nicht mehr so geil? Das Ding hier. Halt das Ding. Verkaufen, yep. Dann nehme ich die Maschine rein. So. Jetzt haben wir das ein bisschen anders designt. Ich hoffe, das wird ein bisschen was bringen. Wir müssen jetzt 800 sparen. Ich habe das Gefühl, ich mache eine Menge Zaster, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht, ne? Ich hätte jetzt zum Beispiel gerne das Seasonal-Zeug gekauft. Das kann ich sogar. Hier, Pumpkin. Yes. So, jetzt sind wir im Halloween-Style, yo. Gruselig. Oh, nee. Schon wieder kaputt. Ja. Es kann da manchmal passieren, dass Geld stecken bleibt. Ich glaube, das war das gerade, oder? Nee, es gibt eins, da nimmst du die Maschine und haust die ganze Zeit auf den Boden wie bekloppt. Weil eben das stecken geblieben ist, das Geld. Randalierer sofort raus, ja. Scheißdinger sind teuer, ihr Vögel. Das heißt, ich muss jetzt 5.000 sparen, um die Arcade zu erweitern und 10 weitere Maschinen. Und 2.500, um mir eine neue Maschine zu kaufen. Das ist sehr interessant. Millions hat eine neue Maschine für 1.2, für 2.5. Erstmal die 5.000. Das bedeutet aber auch, dass unsere Stromkosten automatisch steigen, glaube ich. Mal das Ding da mal rein. Hä, ich habe doch gerade so ein Geräusch gehört. Ach, hier. Unser Soda-Automat ist leer. Jo, ist kein Problem. Der bezahlt sich auch bald von selbst. Das ist ganz geil. Und ich hatte hier mal Zeiten, da hast du Kohle gehabt. Ohne Ende, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht habe, ne? Aber wir haben gleich genug Geld, um unsere Arcade zu erweitern, was ja schon mal ganz gut ist, ne? So, wir können unsere Arcade erweitern. Boom, 20 Maschinen, yes. Okay, ausleeren. Das heißt, wir haben jetzt... Oh, da war eine Menge Kohle drin. Wir können jetzt 20 Maschinen aufstellen. Das Problem ist, wir haben keine Geld für neue Maschinen. Wir haben nicht mal genug Geld für diesen Monat aktuell. Es ist nicht so prickelnd, glaube ich.
Tja, jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen erstmal das Geld wieder reinspielen hier. Die sind alle nicht so geil hier unten, die Maschinen, ne? Die hat sich noch nicht bezahlt gemacht. Die schon, die verscheuern wir mal jetzt. Was haben wir hier? Die noch lange nicht. Noch lange nicht. Mal schauen, müssen wir wohl ein bisschen Abstriche machen, wa? Aber das Ding ist kaputt. Lohnt sich das Ding noch zu reparieren? Das hat sich bezahlt gemacht, ne. So, jetzt haben wir fast genug Geld, um uns neue Maschinen zu kaufen. Eine zumindest. Irgendwann gibt es auch noch so eine Art Retro-Faktor. Dann kriegst du so eine Art Retro-Bonus auf die alten Maschinen, die du noch hast. Sofern du die noch hast. In meinem Fall ja eher nicht so. Also rein theoretisch gesehen können wir uns eine neue Maschine leisten. Kostet 2.500 Crawlers. Ich weiß, ich mache hier alles mega falsch wahrscheinlich, aber was soll ich sagen, so ist das halt gerade einfach mal. Bin jetzt nicht so der Mega-Profi darin. Ich habe das schon ewig nicht gespielt, ich habe das schon ein paar Mal durchgespielt. Alle Achievements geholt, bis auf die zwei, die ich erwähnt habe. Ja, ist halt nicht so gut gelaufen, diese Runde. Ich habe irgendwo einen Denkfehler gehabt. Das reicht ja schon aus, um sich das Ganze zu versemmeln. Ich will mal, dass das schwierigkeitsgradmäßig hochgeht. Ich will mal gucken, ob die neue Maschine sich dann die Art bezahlt macht. So, die ist zum Beispiel jetzt ausbezahlt. Die könnte ich direkt verkaufen, eigentlich mir was Neues holen. Ich habe jetzt hier bloß noch Maschinen. Alter, du Sauhund! Die Reparatur ist teurer als das, was wir rauskriegen im Endeffekt. So, das Problem ist, immer mehr Maschinen gehen kaputt, immer mehr Maschinen sind nutzlos. Und jetzt hänge ich hinterher. Das ist halt das Riesenproblem jedes Mal, wenn man es ein bisschen versaut, sag ich mal. Ja, wie in meinem Fall. Das hier können wir mal. Wenn wir das jetzt senken, wird das vielleicht ein bisschen einfacher. Mal gucken. Ein bisschen mehr benutzt. Das sind auch so Dinge, mit denen ich immer manchmal gespielt habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Medium, Schwierigkeitsgrad und das alles immer das Beste ist. Hier spielt es richtig viel Kohle ein. Das läuft, das Ding, ne? Wieder eine Maschine im Arsch. Die spielt noch Kohle ein. Warte mal, die reparieren wir mal. Die spielt noch ein bisschen Geld ein. Ein bisschen ist gut. Aber gut. Ich würde sagen, das war's mit Arcadecraft. Ihr könnt mir mal erzählen, was ihr davon haltet. Ja. Das wäre mal ganz cool. Und ob ihr euch das auch holen würdet. Ich meine, ich hab's in einem Humble Bundle gekriegt irgendwann mal und ich fand's ziemlich geil. Oder es ist immer noch geil eigentlich. So, es ist an meiner Fairgrounds-Maschine wurde der Rekord gebrochen. Zack, boom, jetzt läuft das Ding wieder richtig geil. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!